Willkommen auf der Sartox. Heute habe ich das erste Volume von Magical Girl Racing Project für euch. Wie man den Kamera entnehmen kann, sieht das Ganze schon verdammt knuffig aus. Aber ich sag mal so, für Fans, denen Madoka Magica gefallen hat, wird diese Serie unter Umständen auch was sein. Nur ist sie so gesehen wesentlich brutaler als Madoka Magica. Aber trotzdem eine coole Serie. Und allzu viel will ich darüber gar nicht verraten. Außer, dass es niedlich und brutal zugleich ist. Ja, hier sind die ersten 6 Episoden drauf. Insgesamt hat die Serie 12 Episoden. Kommt mit den Sprachen Deutsch, Japanisch und deutschen Untertiteln. Der Ton ist in 2.0, das Bildformat 16:9 Full HD. Das Ganze geht 150 Minuten und hat, wie gesagt, 6 Episoden. Als Extra ist ein 28-seitiges Booklet mit dabei und ein Poster. Das Ganze ist ursprünglich als Simulcast auf Crunchyroll erschienen. Und KC veröffentlicht das Ganze hierzulande auf Disc mit Synchro. So sieht das Ganze da von innen aus. Da haben wir die Disc. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie rum es überhaupt richtig rum ist. Hier haben wir schon die Extras. Ein Wendecover ohne FSK-Flatschen. Gucken wir uns erstmal das Poster an. Upsala, da haben wir die ganzen da kommt schon her. Da haben wir die ganzen Hauptcharaktere drauf. Jetzt mal so ins Bild. Sehr schick. Und das Papier ist auch sehr dick. Und dann noch das Booklet. Natürlich erstmal mit dem Episoden-Guide. Also, wenn die Serie interessiert, verlinke ich mal einen Kauflink in der Videobeschreibung. Dann haben wir hier die Charaktere. Also die ersten Charaktere, sagen wir mal so. Wobei, sieht fast so aus. Ne, sind noch nicht alle. Da fehlen dann doch noch ein paar. Interview ist auch mit drin. Und das war's. Ja, dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Schaut mal bei den vergangenen Videos vorbei oder schaut mal in der Videobeschreibung meine Links vorbei. Ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal.